Hinter mir liegt ein ganz besonderes Schiff, und zwar ein Segelschiff der neuesten Generation, die SeaCloud Spirit von SeaCloud Cruises 2021 in Dienst gestellt und damit noch ganz frisch und neu auf den Weltmeeren unterwegs. 138 Meter lang, Platz für maximal 136 Passagiere und 85 Crewmitglieder kümmern sich hier um das Wohl der Passagiere. Ein ganz besonderes Verhältnis also auf jeden Fall schon mal. Ich bin euer Fabian vom Kreuzfahrtstudio und wir sind die Experten für den Urlaub auf See, entsprechend auch für Segelschiffe. Und ich gehe jetzt gleich für euch an Bord, um euch die Highlights des Schiffes einmal im Rundgang zu zeigen. Ein wirklich sehr schönes Schiff, sehr klassisch, traditionell, gleichzeitig aber auch modern, ein toller Mix, der dort gelungen ist. Ja, und ich präsentiere euch jetzt gerne die Highlights. Viel Spaß! Beginnen wir den Rundgang an Bord der SeaCloud Spirit auf den Außendecks, denn auf einem Segelschiff spielt sich in der Regel das meiste draußen ab. Und so ist es auch hier an Bord der SeaCloud Spirit. Ich habe auf der Reise während der 5 Tage die meiste Zeit draußen verbracht und dementsprechend ist das Schiff zur meisten Zeit auch in warmen Fahrtgebieten unterwegs, bietet sich also perfekt an. Es ist als Gast fast möglich, bis ganz nach vorne zu kommen, auf jeden Fall noch bis vor die Brücke. Und von hier aus hat man immer den besten Ausblick. Ihr könnt sogar den Kapitän besuchen, denn es herrscht hier eine Open Bridge Policy. Ihr könnt also fast den ganzen Tag über den Kapitän und seine Offiziere besuchen. Außer nachts und während der Manöver ist es sonst dort möglich, vorbeizulaufen. Sonst auf dem Außendeck im mittleren Bereich ein großzügiges Sonnendeck mit zahlreichen gepolsterten Sonnenliegen und auch einigen Sonneninseln. Die haben mir besonders gut gefallen, sind sehr komfortabel und bieten dann auch noch etwas Schatten, je nachdem von wo die Sonne kommt. Und wenn ihr dort liegt, ja, dann ist der Blick auf das Meer sehr schön, aber vor allem auch der Blick nach oben. Und da rate ich euch auf Segelkreuzfahrtschiffen immer besonders zu. Schaut ruhig nach oben und genießt den Anblick, insbesondere dann, wenn die weißen Segel gesetzt sind. Denn wenn das Schiff mit Windkraft unterwegs ist und über den Atlantik oder welches Meer auch immer ihr unterwegs seid, gleitet, dann ist das ein besonders schöner Anblick, wie ich finde. Im hinteren Bereich auf dem Lido-Deck, da ist dann die große Lido-Bar und der Lido-Grill ein Treffpunkt den ganzen Tag über, morgens schon ein kleines Frühstück, mittags dann oftmals ein Mittags-Barbecue und auch abends hat hier oftmals das Abendessen in Buffetform mit einer Live-Cooking-Station stattgefunden. Vorträge finden hier immer mal wieder statt, abends noch ein bisschen Musik oder auch Veranstaltungen mit der Crew. Es ist also der Treffpunkt für den ganzen Tag, sofern das Wetter gut ist. Was die SeaCloud Spirit bei schlechtem Wetter zu bieten hat oder wenn es mal etwas kälter ist oder ihr einfach innen euch aufhalten möchtet, das schauen wir uns jetzt an. Die große Lounge mit Fenstern und Blick nach draußen befindet sich ebenfalls auf dem Lido-Deck und bietet dann immer einen Rückzugsort, falls es draußen zu warm, zu kalt, zu windig, zu feucht, zu trocken oder was auch immer ist, dann ist das hier ein schöner Treffpunkt tagsüber, aber auch abends. Ein Flügel steht hier auch parat für Live-Musik. Es hat während dieser Reise selten eine Veranstaltung hier stattgefunden, hin und wieder mal einen Lektorvortrag oder mal eine Captain's Tea Time. Ansonsten waren wir tatsächlich immer draußen, weil es das Wetter einfach zugelassen hat. Falls es mal nicht so sein sollte, ist das hier definitiv ein sehr schöner Ausweichort. Vom Stil her, ihr seht es schon, ist das ganze Schiff sehr klassisch eingerichtet, passend zu einem Segelschiff. Mich interessiert auf jeden Fall, wie euch das gefällt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr sagt, das gehört dazu auf so einem Segelschiff oder ob ihr sagt, ein Schiff, das so jung ist, aus dem Jahr 2021, wäre es auch schön gewesen, einen komplett modernen Stil zu etablieren. Bin ich gespannt auf eure Kommentare. Ein Deck weiter unten und ganz hinten auf der SeaCloud Spirit, ja, da befindet sich das Hauptrestaurant, das einzige innenliegende Restaurant neben dem Lido Grill, den ich euch eben draußen schon gezeigt habe. Hier ist es so, dass täglich ein 4-Gang-Menü serviert wird und zum Galaabend ein- bis zweimal pro Reise, je nachdem wie lange die Reise ist, dann auch ein 5-Gang-Menü am Platz serviert wird. Die Getränke zu den Mahlzeiten, übrigens hier drinnen und auch draußen, sind im Reisepreis enthalten. Also Tischwasser und Tischwein dazu. Bei dem Tischwein ist es tatsächlich auch Flaschenwein. Der Wein wechselt täglich. Mittags meistens ein Weißwein und ein Rosé und abends ein Weißwein und ein Rotwein, der dann kostenfrei noch zur Auswahl steht. Darüber hinaus gibt es natürlich ein großes, umfangreiches Getränkesortiment in einer Barkarte. Die gilt es dann separat zu bezahlen. Tagsüber sonst immer so, dass es dann kostenfrei Softdrinks und Wasser gibt. Alles Alkoholische wird dann eben separat noch einmal abgerechnet.
Von ganz hinten und unten bewegen wir uns einmal durchs Schiff nach ganz vorne und weiter oben und wählen dafür entweder die Treppen oder den Aufzug, den es auch an Bord gibt, kommen vorbei an der Rezeption und gehen mal nach ganz vorne in die Bibliothek. Die befindet sich direkt unter der Brücke, also mit Kapitänsblick könnt ihr euch hier Bücher ausleihen und ganz gemütlich sitzen und den Blick nach draußen genießen. Alle Kunstwerke hier an Bord sind übrigens mit Bezug zu Segelschiffen, finde ich sehr passend für ein Segelkreuzfahrtschiff. Und noch weiter oben, da befindet sich dann der Fitnessbereich. Also hier habt ihr auch noch einen Fitnessraum, das Ganze auch mit Meerblick und großen Fensterfronten. Ja, und wo Fitness gemacht wird, da soll sich natürlich auch entspannt werden. Dafür gibt es einen großen Wellnessbereich an Bord mit einer Sauna und einem Dampfbad, einem Ruhebereich auch, was durchaus außergewöhnlich ist für ein Segelkreuzfahrtschiff. Das heißt, hier könnt ihr es euch richtig gut gehen lassen. Direkt daneben befindet sich auch noch die Boutique. Die hat dann relativ selten geöffnet und eine kleine Auswahl. Wenn ihr da vorbeischauen möchtet, besteht da auf jeden Fall die Möglichkeit. Und dann kommen wir noch zu meinem Highlight, und zwar die Badeplattform. Die Badeplattform wird ausgeklappt, sofern es möglich ist. Sollte das einmal pro Reise mindestens stattfinden, natürlich immer nur nach Möglichkeit. Wir haben das Ganze vor Madeira gemacht. Das Schiff hat aufgestoppt, die Schwimmleinen wurden ausgebracht, eine Wasserrutsche installiert und dann ging es vom Schiff aus direkt ins Wasser. Das ist etwas, was ich sonst so auf einem Schiff bisher noch nicht erlebt habe und deshalb hier auch nochmal Teil des Rundgangs werden soll. Das waren die Highlights der Sea Cloud Spirit für euch im Rundgang. Ihr habt es sicherlich gemerkt, es ist kein klassisches Kreuzfahrtschiff, es ist eben ein Segler, ein Windjammer und das Ganze dann noch mit Tradition, die hier selbst auf einem modernen Schiff noch sehr gepflegt wird. Das sieht man schon allein an der Einrichtung und natürlich vom Service und so ist das hier alles sehr, sehr besonders und außergewöhnlich. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch also gerne bei uns im Kreuzfahrtstudio. Wir sind regional, vor allem aber auch überregional für euch, gerne euer Ansprechpartner für die Beratung und Buchung, denn wir beraten euch aus eigener Erfahrung. Wir waren an Bord und sind damit der perfekte Ansprechpartner für euch. Vielen Dank für eure Kontaktaufnahme und damit viele Grüße hier von Bord der Sea Cloud Spirit. Kanal abonnieren natürlich nicht vergessen für viele weitere Videos von Bord und damit bis ganz bald, euer Fabian.